Hallo Mitspieler, mein Name ist Lowride und ich begrüße euch zur dritten Episode dieses Long Dark Let's Plays. Ja, bei der An- und Abmoderation muss ich ja wirklich Gas geben, denn Zeit ist ja hier auch ja, teuer im Grunde genommen. Was, da war Stoff? Nee, das war nicht der Trigger. Stoff, okay. Nichts. Wir brauchen unbedingt irgendwas Lampemäßiges, was besseres, beziehungsweise wir brauchen Lampenöl oder so. Zeitungspapier nehmen wir mit. Regal. Können wir halt nicht gebrauchen. Da ist wieder ein Behälter. Alles leer, das kann aber nicht wahr sein. Diesem Regal nichts. Da ist eine aufgerollte Zeitung. Gut, wir haben am Ende der letzten Episode. Wie taub. Ach, das ist die Kälte anscheinend. Lufttemperatur minus 3 Grad, Windkühle 0, obwohl es gar nicht so kühl ist. Mal gut, 0 Grad sind 0 Grad. Das, ja, trotzdem, immer. Klamotten, aber die auch nicht super dicht sind. 59% unser Zustand. Ach du grüne Neune. Gut, dann machen wir uns mal eine Dose Pfirsich auf. Und nennen das mal Mittagessen. Also ich weiß nicht, wie schnell hier die Zeit vergeht. Hochwertige Pfirsiche. Halbiert. Ach du Kacke. Ja, das Ding auch öffnen. Dabei kann ja wieder die Hälfte kaputt gehen. Das, wir brauchen Dosenöffner, Leute. Volle 450, okay, mehr hat die ja auch nicht gegeben. Hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht die Hälfte verkippt und dann, ja, bloß auf 300 Kalorien kommt oder so. So, wie hat uns das jetzt geholfen? Noch etwas hungrig. Okay. Wir müssen dringend an Nahrung kommen. Wagen wir mal einen kleinen Spurt. Ist hier eine Sackgasse oder führt das hier noch irgendwo hin? Ein Weg scheint hier nicht zu sein. Okay. Lass uns mal angeln gehen. Mal hoffen, dass das funktioniert. Da ist das Angelloch. Hier können wir auch ein bisschen looten. Sehr gut. Streichhölzer, allerliebst. Zeitung, ein Nähset, das dritte. Schweinefleisch mit Bohnen. Ah, cool. Angelzeug, auch nice. Schränke wie immer leer. Was soll mit? Zeitungspapier. Das war's. Okay, wir werden den hier mal anhauen. Was haben wir hier sonst außer Zeitungspapier? Zunderbindel. Ich glaube, das alte selbe, oder? Altholz. Da haben wir bloß zwei Stück. Ah, wir haben ja noch dieses Holzbrikett. Tannenholz. Zedernholz. Ja, ist die Frage, was brennt denn davon am besten? Ah, guck mal, Erfolgschance 64, 72% mit Stock. Zedernholz auch. 92% mit. Na, dann zünden wir das Buch an und schmeißen dann das andere Zeug hinterher. Schlafsack mitgenommen, dann könnte ich mich jetzt hier direkt hinlegen und ein bisschen ausruhen und versuchen meine Lebensenergie. Also mein Zustand ist im Moment 59%, das ist nicht ganz so doll. Dann versuchen wir ein bisschen auf die Beine zu kriegen. So, 12 Minuten, das heißt, wir wollen Brennstoff hinzufügen. Altholz.
sollte uns erstmal reichen. 5 Stunden, okay. Dann Beil, Eisbrüchen. Stunden Tageslicht. Okay, noch 2-3 Stunden angeln und dann 3 Stunden fischen, 2 Stunden für den Rückweg. Na, schauen wir mal, was wir hier rausholen. Heringsmaräne roh. Das ist aber klein, aber häufig. Okay, hört. So. Wurde dunkler. Was ist das für Musik, Leute? Warum ist die Musik so grimmig? So, das Ding läuft noch 1 Stunde 14. Schweinefleisch mit Bohnen. 38%. Oh mein Gott, darf es ja nicht sehen. Jetzt nicht einfach hier essen oder muss ich dazu ins Menü gehen? Inventar. Das ist der Trank. Was hat denn jetzt nur für sich halbiert? Sie ist heiß und wärmt dir das Herz. Könnte sogar den Hungertod noch etwas aufschieben. Das ist aber nett. Wie? Ich habe die Dose so. Ich dachte, ich habe die schon geöffnet. Was? Leute, ich bin verwirrt. Okay, dann machen wir die eben auf. Sie ist heiß und wärmt dir das Herz. Okay. Bisschen was aufs Kalorienkonto. Und wir sind so schlapp, dass wir überladen sind. Ach du Güte, meine. Dann würde ich sagen, schon mal die Dinger hier noch hinterher. 4. Wir sind müde, wir sind immer noch hungrig und ausgetrocknet. Okay, Wasser trinken. Oh mein Gott, was für ein Drama. Bohnen und Dungen, das ist schon irgendwie Beinefleisch. Können wir die noch? Ah, wir haben noch genug Zeit hier drin. Schweinefleisch mit Bohnen geöffnet. Fleisch mit Bohnen, Bohnen mit Schöckchen, Schöckchen. Aber steht nun doch da heiß. Heiß und geöffnet. Gonna get a lot colder soon. Ja. Was ist denn hier los? Warum bekomme ich hier nicht ein bisschen Power zurück? Temperatur steigt, weil ich müde bin und ich bin fast satt. Okay, so leid es mir tut, wir müssen das Ding hier brennen lassen. Kann ich mir hier jetzt eine Fackel rausnehmen? Fackel nehmen wir uns. Kann ich mir noch eine Fackel rausnehmen? Ich lösche die. Achso, okay, gut. Ich dachte, ich nehme mir einfach eine zweite Fackel. Ach, da liegt ja eine andere Fackel. Fackel nehmen. Ach, okay. Moment, dann die löschen, dann die. Nein, ich will die nicht. Fackel, einfach nehmen, okay. Nehmen, so. Jetzt trauen wir uns nach Hause. Oh, man sieht ja nichts. Leute, wir sind so tot. Wir sind so tot. Die Fackel ausmachen, dann kriegt die ja nie wieder an, wenn es richtig dunkel wird. Okay, müssen wir machen. Obwohl die Fackel, die hätte uns natürlich
Hätten wir gegen die Wölfe natürlich was machen können. Mit Streichholz und wenn das losgeht, schnell nochmal zurückrennen. Feuer holen? Nee. Da sind die Wölfe. Da. So, ich glaube in die Richtung, oder? Da vorne ist das da. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, wir sind dabei. Ist das da die Hütte? Ist das da die Hütte? Oh, wir sind überladen und die Augen fallen uns fast zu, wird uns unten links symbolisiert. Nicht, dass wir einfach zusammenbrechen, einpennen und erfrieren. So ein Drama muss man hier rechnen. Verfolger? Nee. Komm, Junge, mit letzter Kraft. Neuer Ort entdeckt, obwohl wir hier schon einen Tag lang wohnen, okay. Ja, die Fahne weht im Wind, da ist unsere Bude. Komm, zieh, Junge. Gleich zu Hause. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Okay. Gut. Ich glaube, wir machen Feuerchen und werden uns um die Fische kümmern. Erfolgschance 73. Ich glaube, bei 73 bleibt es. Dann hauen wir mal das Zedernholz rein. Wobei, wenn wir jetzt die Feuerprobe nicht schaffen, ist das Zedernholz dann weg. Ist das dann verbraucht? Wäre ja unlogisch. Ah. Man weiß es nicht. Ah, da hört man schon die Wärme. Wieso kommt... Nee, ich möchte kein Kalki. Schmeißt du dann einfach weg. Wie stecke ich denn sowas? Okay, wegwerfen und dann ins Inventar. Juhet. Herings Marine Roh. Feuer ist noch 50 Minuten. Ich würde gerne was wissen. Und zwar, so ein Fisch hat 421 Kalorien. Okay, unterschiedlich anscheinend. Hallo? Links mal wieder Ruhe, 90% Garen. So. Gegarte bringt uns jetzt 479, ich glaube. Ja, das ändert sich nichts, aber das macht es halt haltbarer. Davon ist auszugehen. Und Fisch wird sicherlich schnell verkommen. Tannenholz. Rein damit. Dann noch 2 Stunden Feuer. Garen. Ja, Vorräte anlegen, ganz wichtig. Garen. Lecker, krieg Hunger. So. Etwa 10 Stunden Dunkelheit übrig, ja, ist Schlafenszeit. Wir sind so. Wir essen und trinken noch einen Happen. Feuer brennt noch eine Stunde. Wie viel sieht es aus mit Wasser? Müssen wir auch noch schneller machen. Abkochen. Mhm.
Inventar. Wir essen etwas Fisch. Wie geht's uns? Wir sind fast satt, trockener Mund. Wir hauen uns noch ein bisschen Wasser rein. Und dann geht's in die Feder. Gut, da wir mächtig angeschlagen sind, wo ist denn unser... Hatten wir hier nicht unser... Schlafsack? Ne, man, haben wir jetzt zwei Schlafsäcke am Mann? Oder hat die den Schlafsack in den Schrank gelegt? Jetzt auf den Fackel. So, ach so, jetzt hier rumzumachen. Schublade. Wo ist denn? Da, wir haben beide am Mann. Okay, das macht natürlich dann Sinn. Dann packst du den schlechteren mal in den Schrank. Dann, wo haben wir ihn? Platzieren wir ihn? Können wir ihn auf dem Brett platzieren? Ja, können wir. Mit ein bisschen Fingerspitzen. Wir haben noch 9 Stunden Dunkelheit. Dann würde ich sagen, schlafen wir 10. Okay. Tja, was machen wir jetzt an diesem wunderschönen neuen Tag? So, den Schlafsack lassen wir da liegen. War schwer genug, den zu platzieren. Uns geht es wie. Wir sind wieder voll auf dem Damm. Wir sind hungrig und wir haben Durst. Gut, dann gönnen wir uns zum Frühstück ein bisschen Fisch. Und 1600 Kalorien, das ist auch eigentlich nicht viel. Man überlegt, ich habe da 4 Stunden gefischt, habe da 5 Fische rausgeholt. Das Wetter hört sich nicht gut an. Zum Ablegen, wie sie. Ablegen. Ich muss einfach bloß hier hinstellen. Da ist halt, da steht das. Okay. Das muss eine mitschleppen. Ja, nochmal zum Rätselsee. Versuchen, noch mehr Fisch zu holen. Und dann vielleicht ausbrechen. Das gibt ja. An dem See auch noch irgendwelche Wege, die man erkunden kann? Oh oh. Wetter ist ja nicht schön. Als wir gestern Abend nach Hause gekommen sind, waren da auch Vögel jetzt in der Richtung. Ich hatte ja die Hoffnung, dass da vielleicht noch ein Kadaver oder sowas liegt, den wir ausweiden können. Okay. Wir müssen es wagen. Wir können uns das nicht erlauben, jetzt den ganzen Tag rumzusitzen. Aber können wir vielleicht eine andere Waffe nehmen? Keine andere Waffe. Wie? Abgelegt. Moment, 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 Moment. Das kommt ja mal an in Frage. Wir haben 0 Patronen. Das sägt doch richtig, oder? Kannst du den hier wegstecken? So, was noch wertvoll ist, ist auf jeden Fall dieser Angelbude genau geradezu und die, die sich dahinter langsam enttarnt. Und dort könnten noch wertvolle Sachen drin sein. Ja, wo sind die Viecher? Ich hoffe, die pennen noch. An der Hütte da hinten waren wir meiner Meinung nach gestern drin. Da hinten, die da links neben der Insel ist. Use this. Loot. Noch ein Beil, sehr gut. Alters Schränkchen. Oh, wieder leer.
eine Pudelmütze. Okay. Metallschrott zum Craften. Und noch eine Pudelmütze. Ah, super. Was haben wir hier? Energieriegel. Cool. Aufgewählte Zeitung. So, das Ding machen wir mal wieder auf. Ja, und dann so lange angeln wie möglich, um halt eben so viel Essensvorräte wie möglich zu haben. Etwa 11 Stunden Tageslicht übrig. Okay, aber das werden wir in der nächsten Episode machen, Leute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre auch super klasse. Und wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwie zu So Long Dark hier beitragen wollt, benutzt ihr den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.